Ich begrüße euch auf der Xbox 360 mit The Darkness 2 zum, nennen wir es doch, zweiten Teil von The Darkness, den ich euch zeigen möchte, nämlich nicht nur den Singleplayer, sondern auch den kooperativen Multiplayer, den ich mir jetzt allerdings alleine ansehen werde. Ich habe die Sprachausgabe jetzt auf Englisch gestellt, ich glaube, das schadet nicht. Wir werden uns jetzt die Blutrachen ansehen, die wir, wie schon gesagt, 1-4 Spieler online oder eben auch gerne offline alleine spielen können. Werden wir es mal machen. Ist eine eigene Geschichte, eine eigene Kampagne und ich bin gespannt, was die zu bieten hat. Der Entwickler war an sich sehr stolz auf die ganze Sache. Zum Spiel brauche ich nicht viel sagen. Wer mich scheitern sehen möchte, kann sich das andere Video von uns ansehen. Und jetzt können wir hier einen von 4 Charakteren auswählen. Schwierigkeit gerade mich zu der Gangster, auch wenn ich vorher wirklich schlecht war. Sehr wurscht. Es wäre natürlich witzig zu wissen, was sie alles können. Er hat ein Schwert, sie hat eine Schrotflinte, er hat einen Schaden wahrscheinlich. Und er ist ein Irre mit einer Axt. Das ist absolut schräg. Ach, wir nehmen natürlich mal die Frau, warum nicht? Let's go, people. We do this one by the numbers. Is she Russian? Ah, okay, Mossad. Finsterniskraft, Waffen kanalisieren, Spezialwaffe, Arm der Nacht, schnelles Nachladen. Let the good times roll. Schwarzes Loch, schnelles Heilen nach Zerstörung, auch nicht schlecht. Mitternachtstab, klingt nicht was lustig. Hey! Move your godless asses! It's killing time! Ah, Klischee sind was Schönes. The hunt begins. The hound is ready. Ist das so? Sprint aus da. Follow me, gentlemen. Ich bleib bei ihr, ich weiß nicht, ich finde es witzig. I'm glad you guys can make. Mehr Essenz aus heftigen Kills. Ja, vielleicht schaffen wir es auch noch, dass wir es mit mehr Clarks gemeinsam uns mal ansehen. Aber damit ihr mal seht, was überhaupt so passiert. Talente kaufen kann ich gleich zu Beginn, auch spannend eigentlich. Dunkle Aura. Und wie wir hier sehen, hat jeder seinen eigenen Baum. Natürlich keine Essenz. Das ist anscheinend meine Fähigkeit. Ein Schlag. Ja, schauen wir halt mal. Nicht genau meine Fähigkeit schon verschossen. Machen wir das vielleicht anders. Wow, nett. My blood for my people. Ja, damit ihr mal seht, dass ich absolut wahnsinnig bin, absolut nichts gelernt aus meinem ersten Video. Gleich in Sache reingegangen, gleich gestorben, in der Dunkelheit. So bin ich. Ja, also die Darkness ist hier einfach auf die Waffen bezogen. Is an illusion. Hat was, ganz anderes Spielgefühl, aber
diese Art von Geisterstörung ist natürlich jetzt eine etwas schwierigere für mich. Ich bin jedenfalls hier in einer schlechten Position, wenn ich mich in der Helligkeit aufhalte, genauso wie auch im Singleplayer. Das dauert halt leider auch seine eigene Zeit. Wir haben halt hier nicht allzu viele Möglichkeiten rein von der Fläche her. So, rushen wir mal durch hier. Moving into position, sir. Seriously, enough with the sir already. Play your cards right, you can call me. I'd like radio silence while I'm in the field, sir. Jeez. Are all you Mossad folks this serious, or is it just you? We're all this serious. Over and out, sir. Good. You men and your little toys. Ach, come on. Blood for blood. Gut. How we doing? Getting closer. I could use more intel on the person we're hunting down. He's blonde. Total genius, but nuttier than a shithouse rat. Blonde also. That kind of intel help? It's certainly colorful. Maybe we could discuss the intel and, you know, other such things over a nice bottle of Off to flirten, Alter. What was that? Gotta be. My turn. Mehr da. Nehmen wir uns alles zurück. I'll just die already. Anscheinend hat sie einen permanenten Schmerz in der Helligkeit. So, ich will eigentlich, glaube ich, wieder die andere Knarre zurück. Ich nehme an, dass jeder auch seine andere Art und Weise hat, wie er den Leuten dann wieder die Fähigkeiten abknöpft oder halt die Energie. Interesting. Hallo Johnny. Thank you.
blood for blood. Darf man halt nie vergessen. Pain is an illusion. The world is better without you. Waffen, anyone? Blood for blood. Nein, ich hab's fallen lassen. Das muss ich mal eben noch holen, bevor ich hier nochmal wieder sterbe. Davon haben wir doch wirklich schon genug gesehen. My turn. So, wie viele haben wir denn jetzt noch von den guten Leuten? Ja. Ah, hätte ich schon viel öfter machen können eigentlich. Anscheinend gerade komplett zerfetzt. Muss ich ihn tatsächlich? Okay. Na gut. Holy shit, thank you. You saved my life. Hey, wait a sec. You guys stink like dark essence. And that means... Ah, shit. You were sent by Jackie fucking Estacado. That's not good. Pretty sure he wants me dead. Fuck me twice. Well, go on. Take me to him, then. Out of the frying pan and into the fire. Okay. Das war die erste Mission aus der Sicht der guten Dame von den vier Leuten. Großartig. Wirklich. Ich meine, ich war zu der Anfang stümperhaft, aber... Gameplay finde ich wirklich nett. Hey there. Thanks for saving my ass. And hey, don't worry about me. That stuff I said about Jackie, that's all in the past. We're buds. Best friends forever. Two peas in a pod. He'd never kill me. He'd never hurt a fly. The guy's the best. Look, the boss said not to hurt you, so you're fine. Now get down to business. Yeah, okay. Yeah, right, totally fine. Okay. I'm safe. I haven't been blindfolded or tied up or guarded 24/7 by guys with guns and low blood sugar. Tell them what's up or I'll tie you to that chair again. All right. You guys, listen, there's a ton of dark energy flowing through this city, all right? This shit is everywhere, and it's rising. I can feel it in my fingers. I can feel it in my hair. I can feel it in my balls. It's been going on for months. I know you guys feel it too, okay? But maybe all of you don't feel it in your balls, but you know what I'm saying. I was investigating a strong source of dark essence when those assholes nabbed me and dragged me down to the junkyard. I think what's ever behind all of this... is tied to the darkness. You guys need to go finish what I started. Head down to the broadside and find the source of the dark essence down there.
Okay. Zwischending nur auf jeden Fall englische Sprachausgabe, weil wir haben gesehen in meinem Ausgepackt nicht so optimal ohne. Also ja, kann wesentlich mehr. Ach, eine Mission, glaube ich, können wir uns noch ansehen. Haben wir mittlerweile ein bisschen Essenz. Aber ja, dunkle Aura, maximale Gesundheit. Anwende Finsternis in der Nähe ist leicht erhöht. Okay. Magazin macht auch mehr Sinn. Und mehr Kohle haben wir jetzt dann eh nicht mehr. Okay, good, bye. We'll have answers for you soon, sir. Sir, wow, that's nobody ever called me sir before, like ever. Not at the library or even at the soup kitchen, sir. That's like royalty or... Do you need anything else, sir? No, well, yeah, I mean, maybe. That is to say, I'm curious. That gun I saw you holding, what is that thing? I mean, I could sense dark essence coming from it. This is the arm of the night. It is fused with dark essence. It never misses. Never misses, huh? But not bad. Remind me never to piss you off. The gun will remind me. Yeah, kidding, right? Yeah, well, okay, I'm gonna let you get back to work. Just let me know when you found the source of the dark essence. Okay, thanks, bye, goodbye. I'm a dead man. Bam. So, noch irgendwer da? Pain is an illusion. Ich nehme an, dass die Nutzung der Waffe links entsprechend ein bisschen noch wehtut. Sollen wir mal versuchen, dass wir ein paar mehr von den Nahkampf-Actions ein bisschen reinbringen hier. Auf die AK darf ich nicht vergessen. Ich glaube, rein vom Feeling her müsste das Ganze dann eher an Left 4 Dead erinnern, wenn man zu viert hier herumläuft. Aber wenn jeder seine anderen Fähigkeiten hat, kann ich mir das schon sehr, sehr nett vorstellen. Okay, darf ich nicht schießen? Kann ich nicht hinrichten? Das muss doch funktionieren eigentlich. Da ist gerade noch hinrichten gestanden. Warum funktioniert das nicht? Einfach entsprechend gedrückt halten? Wir werden es noch herausfinden. Hey there, you find the source of the dark essence yet? It will be discovered soon enough. Good. We need all the answers we can get back here. So, I was wondering, that gun of yours, where did you dig that thing up? It's been in my family for over 75 years. Everyone who carries it carries the legacy of hunting and destroying evil wherever it hides in the world. No one who has carried it has ever lived to see their 30th birthday. Maybe you should stop carrying it then. There's gotta be better weapons. But there is no better legacy. That's crazy! I mean, is everyone who touches dark essence crazy? Wait, I don't mean you're crazy. I just mean this is crazy. Life is crazy. Never mind. Just let me know when you find the source of the dark essence, all right? So. AK hat natürlich auch seine Nachteile. Ich kann hier nicht zeitgleich meine gute Nachtwaffe hier anmachen, wenn sich hier Pornos ansehen. Wesentlich ist, dass wir natürlich in der Helligkeit absolut verwundbar sind und relativ schnell abkratzen.
So. Pain is an illusion. Den Guten hier eben noch schnell zerfetzen. Okay, was haben wir denn noch Schönes hier? Licht brauche ich jetzt weniger. Obviously, wesentlich hier. You men and your little toys. Mal schauen, dass ich da etwas näher raufkomme. Kurz abschätzen, wo die hier überhaupt rumkrebsen. Not amused. Seriously, not amused. Uns hier ein bisschen erholen, aber ich sollte mich wieder daran gewöhnen, etwas taktischer vorzugehen. Would you die already? Ist halt schwierig, wenn ich mir jetzt keine neue Energie holen kann hier. Blood for blood. Fuck, 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 fuck! Where the hell? Alter, über mir, das ist richtig, richtig zart. So, bin ich gänzlich blind oder habe ich da keinen Weg rauf? I am vengeance and you are just shit. Thank you.
Ach, gelacht, dass wir es jetzt nicht schaffen hier. Muss doch wirklich drinnen sein. Dezent besser. Da kommen anscheinend gerade Massen auf mich zu. Hey, something just happened. I could feel it. What's going on? A dark essence relic has been uncovered. This must be what you were feeling. They were using it to print symbols I don't recognize. All right, I need to see that relic and the symbols. I also need a burger and some fries while you're out. The food here is all Italian. Oh yeah, Jackie, burger just fries. Wax seal on some lowlife named Swifty. It's got a strange symbol I don't recognize on it. Maybe there's a connection between all these things. Gut. Mission abgeschlossen. So, ich möchte hier auch pausieren. Zwei Missionen waren das. Ich war jetzt ja ein bisschen besser, aber immer noch nicht wirklich gut. Macht nichts, ich übe, ich verspreche es. Wir werden das dann vielleicht im Multiplayer noch mehr sehen, wer den Singleplayer schon durch hat oder bereits vorhat zu spielen. Ich glaube, er ist nicht allzu lange, irgendwas bei klassischer Shooterlänge momentan, 5, 6, 7 Stunden, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall, schätze ich mal, im Multiplayer noch viel Spaß, vor allem wenn ihr Freunde bei der Hand habt, um das Ganze auch noch online zu spielen. Wie gesagt, bis zu 4 Spieler können eben online diese Kampagne noch durchzocken. Glaube ich, dass es ziemlich gut wird. Also ich fand es allein jetzt auch schon sehr unterhaltsam. Und wenn jeder eben seinen Charakter nimmt und andere Fähigkeiten hat, ist es sicherlich auch noch einmal von der Spielzeit her dieselbe Länge und neue Fähigkeiten können hier entdeckt werden und eben eine neue Story erkundet. Gut, ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.